für uns Christen. Die eigentliche Botschaft, die unser Glauben beflügelt. Ich begrüße Sie und euch alle zu diesem Impuls. Ostern wird dann, wo wir dem Lebendigen begegnen. In unserem Inneren, auch in unserem Nächsten, brechen wir heute auf zu dieser Begegnung. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Osterfest, an dem Sie wieder neu erfahren, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern dass durch den Tod und die Auferstehung Jesu auch wir einmal in ein neues und unvergängliches Leben hineingehen dürfen. So wie das Grab ihn nicht halten konnte, so ist es auch für uns nicht Endstation, sondern Übergang, weil gilt, was sucht ihr den, der lebt bei den Toten? Sucht den Lebenden, wälzt ruhig einen Stein auf sein Grab, den schwersten, den ihr findet, verschließt, verriegelt, verrammelt sein Grab, stellt Wachen davor, aber sucht den Lebenden. Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jüngern, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen, und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Sie liefen beide zusammen, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging jedoch nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Haupt Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der als erster an das Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte. Denn sie hatten noch nicht die Schrift verstanden, dass er von den Toten auferstehen müsse. Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesus gelegen hatten. Diese sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus da stehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabuni, das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria von Magdala kam zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie berichtete, was er ihr gesagt hat. Wort des lebendigen Gottes. Halleluja, Halleluja.
wäre gewesen, wenn die Frauen das Grab nicht besucht hätten? Was wäre gewesen, wenn die Frauen am Grab geschwiegen hätten? Was wäre gewesen, wenn die Jünger ihnen nicht geglaubt hätten? Was wäre gewesen, wenn kein Evangelist etwas aufgeschrieben hätte? Was wäre gewesen? Die Frauen haben dann doch erzählt, was ihnen widerfahren ist. Frauen und Männer haben das Unglaubliche weitergetragen. Evangelisten haben alles aufgeschrieben. Jesus ist auferstanden. Wir sollen uns an das erinnern, was er uns gesagt hat. Das ist die Botschaft, die die Frauen den Aposteln bringen, als sie völlig aufgelöst vom Grab zurückkehren. Und wie reagieren die Apostel auf diese unglaubliche, unvorstellbare Botschaft? Weibergeschwätz, sagen sie, und meinen damit, alles geklärt zu haben. Nur Petrus belässt es nicht beim abschätzigen Abwinken, sondern macht sich ebenfalls auf den Weg zum Grab. Vielleicht ist ja doch was dran an dem, was die Frauen erzählen. Doch er trifft auf keine Männer, die ihm das alles erklären. Er sieht nur noch die Leinenbinden dort liegen. Und dann heißt es, dass er voll Verwunderung nach Hause gegangen. Ein Beweis ist das leere Grab nicht, aber durchaus ein Anlass zur Verwunderung, zum Staunen.
und vielleicht ein Anlass, um nachzudenken, damals wie heute. Um darüber nachzudenken, dass die alten biblischen Texte nicht deshalb schöne Märchen sind, weil man sie nicht beweisen kann, sondern dass sie uns viel über das Leben erzählen. Um darüber nachzudenken, dass die Auferstehung Jesu eine Erfahrung ist, an der wir alle einmal teilhaben dürfen, auch wenn man sich das nicht vorstellen kann. Um darüber nicht nur Gedanken aus einer fernen Welt sich zu machen, die heute sowieso nicht funktionieren, sondern dass sie auch heute zu einem gelingenden Leben helfen können. Petrus hat die Erzählung der Frauen nicht einfach als Geschwätz abgetan, sondern hat sich darauf eingelassen. Und er ist voller Verwunderung nach Hause gegangen. Zur Glaubensgewissheit kam er erst später. Vom Hören des Unglaublichen zur Verwunderung und dann zum Glauben. Eine gute Anleitung vielleicht auch für uns heute. Vom Tode der mir Mut zum Leben macht.
Keinen Tag soll es geben, an dem du sagen musst, niemand ist da, der mich anhört mit meinen Fragen. Keinen Tag soll es geben, an dem du sagen musst, niemand ist da, der meine Wege mit mir teilt. Keinen Tag soll es geben, an dem du sagen musst, ich spüre den Gott des Lebens nicht. Mit der Fülle neuen Lebens segne und begleite uns und alle unsere Lieben an diesem Ostertag, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.